Rimworks, where VR troopers. EB Ram Goldberg fan. Gentlemen, my name's Paul, and in this RedGamingTech.com video, we're going to be discussing as well as analysing tech news, which as usual, has popped up in the past 24 or so hours. And I'd like to start things off with a leak for AMD and two upcoming processors. No, these are not Zen 3, but they are still extremely interesting, in my opinion, for budget-focused builders. And they are two Ryzen 3 processors, the 3300X and also the 3100. Both are quad-core parts with SMT enabled, but the pricing of these processors looks to be around $100 to $140. So let's quickly go over the specifications. The 3300X, as I mentioned, is a 4-core 8-thread processor, which can boost up to 4300 MHz. And this puts it around 300 MHz faster than the 2300, the Ryzen 3 2300, and of course also benefits for the Zen 2 architecture as well. Furthermore, the chip is outfitted with 18 megabytes of total cache, and the bottom of the stack would be the Ryzen 3 3100. As I mentioned, it's the bottom of the stack but still features SMT, 4 cores, 8 threads, but the clock frequency is just 3900 MHz. But we can expect this chip to be around $100, which I'm sure you'll agree is pretty damn amazing. I mean, yes, it's not as impressive as, say, a Ryzen 9 3950X with its ridiculous 16 cores, 32 threads, but even so, we can assume that this will still support PCIe Generation 4. Why? And we can also assume that it will be usable on just about any AM4 motherboard, which means it's a really nice option if you want to build like a smaller form factor system, maybe like to take around friends' houses. Well, not quite now with the current situation, but you get my point. Like, if you want to build a smaller form factor system, and then you can outfit that with a reasonably powerful discrete GPU, something like an RTX 2060, or if you wanted to go the AMD route, you could potentially go like the RX 5600 or something like that, and then you have a really powerful system. But it can also serve as the bare bones for someone who wants to get into PC gaming. And 4 cores, 8 threads, yes, it's not as capable in games as, let's say, a 3700X, but even so, most titles now still don't fully leverage all of the CPU cores and threads of a modern processor. I actually investigated this much more with a recent core count scaling video. I'll try to remember to link it in the video description. What's quite interesting here, whereas the specifications were discovered by Momomo on Twitter, so of course I'll link that in the video description, Jim over at Adore TV recently had an article up on his website, and according to what he's learned, the chip itself is a single CCX. So if you're unfamiliar with the Zen 2 architecture, generally speaking, there are two CCXs on a single chiplet. So basically, obviously, this means you've got 8 cores total per chiplet. So those cores are split amongst the two CCXs, so each CCX has 4 cores. But with this particular line of chips, it looks like you don't have the additional CCX. It's only a single CCX on the processor. So essentially, there are some questions of how the I/O die would work, because I/O dies for the Zen 2 lineup for Ryzen 3000, of course, are separate. So you have the chiplet, which contains the 8 processor cores, and then you have a I/O die, which handles things like communicating with the memory, PCIe, and so on and so on. And if you have a higher core count processor,
let's say the 3900 or the 3950X, it also facilitates communication between the two chiplets. Whereas this, once again, it's only four cores. So there's a question of whether it's a monolithic die, i.e. the memory controller, and well, I guess you could say the entire communication is now essentially part of the CCX, or whether it's still a separate component. It being integrated would make sense in that it would be more like Renault. So obviously that would have probably meant there's quite a lot of redesign that AMD would have had to do. So perhaps that's one of the reasons we're seeing the lower end Ryzen 3000s kind of come out now. Obviously it coincides with Renault, but that's just speculation on my part. You may be familiar with DirectX 12 Ultimate, which of course is DirectX 12, albeit with several very important pieces of technology bolted on. Ray tracing, variable rate shading, mesh shading, and sampler feedback are all imperative for not just PC gaming, of course, but also the next generation Xbox. I've gone fairly in depth into DirectX 12 Ultimate in a separate video, but there is a new driver update from Nvidia which will allow them to start messing around with DirectX 12 Ultimate features. Now, to be clear here, this is only currently available for Nvidia because AMD's RDNA 2 chips are not in public hands. So this means that developers can't start messing around with RDNA 2 features, and RDNA 1 does not support features like variable rate shading and also does not support features like ray tracing. Nevertheless, Nvidia are here with the 450.82 drivers. It's a very simple numbering scheme and absolutely makes perfect logical sense to everyone inside of Nvidia at least. This is the first Nvidia drivers to officially support DirectX 12 Ultimate. Well, the first drivers that officially have come out of their laboratories anyway. And this API, once again, is designed specifically for developers. So you shouldn't really rush out and be concerned about this if you're just playing the games rather than developing them. But this is still extremely important for us as gamers because it means that developers now have access to being able to actually develop titles which fully take advantage of all of these features. I know a lot of limelight is on the ray tracing functionality of the next generation cards, and it certainly is extremely impressive. And there's also lots of discussion about variable rate shading, but honestly, mesh shading as well as sampler feedback are, to me anyway, the hidden champions here. Ray tracing looks extremely pretty. I mean, without question, a game which runs ray tracing looks amazing. And obviously, we've seen now that the beta of Minecraft RTX is out, and it does look pretty amazing given it's fully path traced, which of course is a more advanced form of ray tracing. And variable rate shading allows specific areas of the scene to be shaded at lower detail settings. This is once again imperative of saving GPU performance and then putting it into things which are more important, such as objects or the monster that's chewing your face in front of you. But sampler feedback allows the game engine as well as the developer to understand what MIP level a texture is loading into memory at. So obviously textures are created with a variety of different MIP levels. MIP, by the way, essentially means detail level. So obviously you've got the higher resolution textures, let's say 4K, all the way down to low resolution textures. And then depending on your proximity to the object and so on and so on, you will be able to either increase or decrease the resolution of the texture. The problem is, up until now, it's been extremely difficult to ascertain, or for that matter, the game engine, to ascertain what level of detail is actually required. So this means that actually optimizing your game engine to fully leverage the memory the best it can has been rather difficult. And make no mistake about it, sampler feedback is going to be imperative for the next generation of games, because of course as detail levels go up, memory requirements also increase as well. And because you don't have infinite memory, being able to properly predict what MIP level, what detail level of textures you will need, and then get ready to load them in from your storage device into system memory is going to be extremely important.
I've also discussed mesh shading before a few times, but it basically is a feature which allows the GPU to run the geometry pipeline as kind of like a compute shader, which is much more how, of course, a GPU really functions under the hood. As I mentioned, I've gone a lot more in depth into this stuff before, in why DirectX 12 is so important for not only the Xbox, but PC, but this will also mean for you to fully leverage the drivers, assuming you are a developer, you will also need the latest Windows 10 version, the 20H1 update, but this is not going to roll out until next month. And Microsoft today, though, have actually released the final May 2020 update preview, so you can download that if you so desire. Also, a smaller piece of news, but still related to Microsoft. According to Brad Sams on his YouTube channel, I'll link the video in the description of this one, Microsoft will be hosting two events for the next generation Xbox, but he doesn't know what will be revealed. And one will be in May, the other will be in June. This is very similar to the scuttlebutt that's been circulating the internet for the last week or so. To be honest, I think you could probably throw a dart at a board and probably kind of guess this yourself. In the, of course, there were events planned for around E3 anyway, and given that there is a console waiting to be launched, it doesn't really take a genius to figure out that there would be something that Microsoft would want to put into the public eye around May/June time. The thing is, though, at the moment we don't know what will actually be shown off. Will we finally know, for example, what the pricing of the Xbox Series X is? Or will we see Lockhart, if Lockhart is even real, because clearly there is a lot of confusion over that. Some people swear that it is definitely real, others swear that no, there's no way in hell Microsoft would release this because it would create too much marketing confusion. At the end of the day, of course, only folks inside of Microsoft actually know this for certain. So it'll be really interesting what happens in May. I kind of expect Microsoft to stagger announcements, to be honest. This is just my personal opinion, but I think that they'll probably want to keep the hype up as much as possible, and I suspect that the PR war with Sony is going to only intensify as the year progresses, because I think Microsoft this time around are a lot more competitive. With the last generation, to be really honest with you, Sony just kind of stomped them in every single way possible. They had a better console in terms of design. They obviously didn't have the whole online DRM fiasco, and they also didn't have people freaking out about Kinect, because at the end of the day, there were a lot of people who had misgivings about the privacy of Kinect. And I think that's kind of funny, to be honest, given how many people now have the... I was about to say the word, but I don't want to kind of trigger lots of people's devices. But the device from Amazon, who I can't say the word, the name of. But still, I just kind of think it's funny how Microsoft have Kinect, and then lots of people are concerned about privacy, and now at this point, even your grandma has the Amazon device. And a small update to a video I released yesterday concerning the price of the PlayStation 5 being perhaps more expensive than what Sony had hoped for. Indeed, there are reports that the console could cost around $500 to $550 US for Sony to break even. Well, there's a small update thanks to an analytics and data firm by the name of Ampere Analysis. I'm sure Nvidia are rolling their eyes at yet another company using the Ampere name. Anyway, according to them, the consoles, the next generation consoles, will probably cost around $450 to $500 US. And this is a direct quote: "We expect the new Sony and Microsoft consoles to be launched in November 2020 if they are not delayed due to component supply shortages or game development bottlenecks. And we can expect the launch price to be $450 to $499. And we expect it is inevitable that a recession will undermine sales to an extent, but any impact will be more significantly felt later in 2021 once the initial early adopter launch surge ends. As both next generation consoles will support backwards compatibility, and most new third-party games over the next 18 months will also support the older generation of consoles,
consumers impacted by a downturn may not feel they need to upgrade as early as they may have, end quote. I said in yesterday's video that in many ways, Microsoft's ecosystem is probably a little bit more robust here, because for first-party games, people know that, yes, naturally the Xbox Series X will have far superior graphics to what's available in the current generation, but you at least know that the new Halo, or whatever other games are released, will run on your Xbox One, and of course you've also got PC opportunities as well. I know most people who watch this channel are PC gamers at least somewhat, so there's definitely that as a benefit. If you've got even a reasonably competent PC, even if you don't own an Xbox One, you can still play Halo Infinite. It may not look as good on the Xbox One as compared to Xbox Series X, but at least you can play it. With the PlayStation 5, it seems like Sony have this, like, wall. So, PS4 games are PS4 games, PS5 games are PS5 games, but you do have backwards compatibility, which means that there may be a greater force for people to upgrade to the PlayStation 5, but then again, it's all going to really depend on prices. I'm going to be fascinated to see how all of this plays out, because, well, it really depends on who you believe in terms of financial analytics. Some people believe that the economic downturn is going to be vastly overplayed, and honestly it's not really going to be that big of a deal in several months, but then of course it all depends on just how fast we can get things back to normal. Anyways, I think that's just about it for this particular video. Hopefully you've enjoyed it. The normal stuff, if you did, like, share, comment and subscribe, and I'll see you soon. Take care of yourselves. Bye for now. Ladies and gentlemen, my name's Paul with IndusRedGameTech.com video. We're going to be discussing, as well as analysing tech news, which as usual has popped up in the past 24 or so hours. Hopefully you are having an amazing day. This video is going to be in a slightly different format to normal, because we actually have some updated information for Zen 3 and Zen 4. So we're going to have a mini analysis in this video, and also kind of some more regular news as well. A number of you have actually been emailing and asking me if I had any updated information for Zen 3 and Zen 4. So the top. Fettleibigkeit ist das größte Gesundheitsproblem weltweit. Bis 2030 ist die Hälfte der Weltbevölkerung fettleibig oder übergewichtig. Eine Katastrophe. Menschen sterben an vermeidbaren Krankheiten. Sie sterben. Eine menschengemachte Tragödie. Earlier in my life. Früher dachte ich, mein Gewicht sei allein meine Schuld. Ich machte mir jeden Tag rund um die Uhr Vorwürfe. Ich fühlte mich als Versagerin, nichtig, wertloser als andere Menschen. Es dauerte eine Weile, bis ich begann, diese Haltung zu hinterfragen. Bin ich wirklich eine Versagerin? Die Antwort ist nein, ich bin es nicht. Aber ich brauchte Zeit, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Fettleibigkeit ist ein Ausdruck unserer Zeit und mit zahlreichen, aber fette Menschen produziert. Einer Gesellschaft, die dick macht. Noch keinem Land ist es gelungen, diese globale Epidemie einzudämmen. Heute sind 2 Milliarden Menschen, Erwachsene und Kinder, übergewichtig oder fettleibig. Das passiert nicht durch Zauberei, sondern das erfordert viel Arbeit. Wir müssen uns fragen, wer hier die treibenden Kräfte sind. Ansonsten werden wir in einer Welt leben, in der jeder Dritte Diabetes hat, alle fettleibig sind
und Menschen mit 40 an Schlaganfällen und Herzinfarkten sterben. Die Folgen sind eindeutig. Wenn wir nichts tun, werden unsere Gesellschaften kollabieren. Nicht nur in den USA, auch in Mexiko, Russland, China, Europa, einfach überall. Weltweit wehren sich Frauen und Männer gegen dieses Schicksal. Politiker, Pfarrer, Ärzte und ganz normale Bürger bieten den Großkonzernen die Stirn. Wir sind überzeugt, dass die Industrie im Unrecht ist und gezielt Menschen vergiftet. Die Bevölkerung hat ein Recht, dies zu erfahren. Mit juristischen, wissenschaftlichen und politischen Waffen ziehen sie in den Kampf und fordern die Kontrolle über unsere Körper zurück. Anfang der 2000er Jahre begannen westliche Länder, Adipositas den Kampf anzusagen. Vergebens. Bis 2030, so die Schätzungen, wird es 250 Millionen fettleibige Kinder auf der Welt geben. Haben unsere Regierungen auf die falsche Strategie gesetzt? Wow. At least two-thirds of men and women in the UK are overweight. And the rates are still climbing. Obesity has life-changing impacts on the body and can slowly lower your quality of life. Immer wieder sagt man uns, dass wir selbst für unser Gewicht verantwortlich sind. Und Dicke? Sind einfach nur verfressen und unbeherrscht. You have a choice. Make the change. Aber haben wir wirklich die Wahl? For me, the most difficult stigma to cope with. Am unerträglichsten ist für mich das Stigma, wir Dicken hätten keine Willenskraft. Sonst wären wir ja schließlich nicht übergewichtig, oder? Man erzählt uns die ganze Zeit, wenn du abnehmen willst, dann mach Sport oder irgendeine Diät. Wenn du es durchziehst, wird alles gut. Den Feind besiegt man, wenn man es nur selbst will. So der Ansatz der französischen Behörden. Der Slogan "Weniger essen, mehr bewegen" wird zur Zauberformel der 2000er Jahre. Und geht rund um die Welt. So let's start moving. Let's start pushing, twisting, climbing, and raising the roof. Let's start moving more every day for 30 minutes or 60. And if you feel like stopping, you can always start back up. Let's start moving. It's so easy for us. Es ist so einfach zu sagen, Schlanke haben einen eisernen Willen und moralische Stärke. Und dann den Übergewichtigen die Schuld an allem zu geben. Ach, die Dicken sind schwach, die kriegen nichts auf die Reihe. Es geht hier nicht um individuelle Willenskraft. Wenn wir das weiter glauben, werden wir die Fettleibigkeit nie in den Griff bekommen. Wake up, America! We're back! Are you guys ready to listen? Or you want to get fatter and sicker? For 7 seasons, Biggest Loser has been bringing you new heroes. Doch Klischees sind hartnäckig, wie die beliebte US-Fernsehshow The Biggest Loser zeigt. Die ultimative Verherrlichung der persönlichen Willenskraft. These people are not like you. They are you! No more hiding. No more pretending. If they can do it, so can you. 6 Monate lang befolgen die 16 Kandidaten ein drastisches Abnehmprogramm. Das ist genau das, was den Leuten jahrelang gepredigt wurde. Esst weniger und bewegt euch mehr. Die Show zeigt unglaubliche Vorher-Nachher-Effekte. Die Kandidaten bekommen eine kalorienarme Diät, treiben viel Sport und verlieren jede Menge Fett. Sie nehmen extrem viel ab und sehen prima aus. Da es sich um eine globale Epidemie handelt, gibt es die TV-Show heute in rund 30 Ländern. Hey,
everybody. You know, getting active every day helps us all be healthy and feel great. Von diesem Irrglauben bleiben selbst die besten Absichten nicht verschont. 2010 startete First Lady Michelle Obama ein Programm gegen Fettleibigkeit bei Kindern und tanzte zu Move Your Body. Dabei wollte sie ursprünglich industriell verarbeitete Lebensmittel aus den Schulkantinen verbannen. We send our kids to school. We have a right to expect that they won't be eating the kind of fatty, salty, sugary foods that we're trying to keep from them when they're at home. Unfortunately, Michelle Obama war anfangs auf dem richtigen Weg. Doch leider wurde sie davon abgebracht. Ich denke, sie wurde schlecht beraten. Die Lebensmittelkonzerne mischten auf einmal mit. Die verwässerten ihre Botschaft. Und am Schluss sah man, wie sie im Fernsehen die Leute ermunterte, sich mehr zu bewegen. Anstatt gemeinsam das Ernährungssystem zu verändern. Aus besserem Essen wurde mehr Bewegung. Mit Beyoncé, deren Video am Ende die ganze Kampagne überlagerte. Ein gefundenes Fressen für die Industrie, die freudig mitmachte. 2015 schuf Coca-Cola das Global Energy Balance Network, ein internationales Forschungsnetzwerk zur Bekämpfung der Fettleibigkeit durch, na was wohl? Bewegung. Most of the focus. Massenmedien sowie wissenschaftliche Publikationen behaupten immer wieder, wir essen zu viel und geben Fastfood und Süßgetränken die Schuld. Dabei gibt es keine überzeugenden Beweise, dass dem wirklich so ist. Professor Steve Blair ist einer der wichtigsten Forscher des Netzwerks. Er ist Experte für körperliche Aktivität. Vielleicht nehmen die Leute zu viele Kalorien zu sich, weil sie nicht genug davon verbrennen. Wir müssen im Gleichgewicht sein. Mangelnde körperliche Bewegung wurde innerhalb weniger Jahre und durch Kampagnen wie die von Coca-Cola zu einem zentralen Argument im Kampf gegen Fettleibigkeit. Dabei wurde es von einem Hersteller formuliert, der sein Produkt schützen wollte. In dem Video bringt noch dazu ein Wissenschaftler dieses Argument vor. Er sitzt in seinem Labor und wird ja wohl wissen, wovon er spricht. Hier wird die Wissenschaft instrumentalisiert, um den Leuten etwas zu erzählen und Zweifel zu nähren. Das funktioniert hervorragend. Eine sehr überzeugende Strategie. Und so klingt das Ganze in der Werbung. Macht ja auch Spaß, Adipositas einfach wegzutanzen. Die Industrie hat die Geschichte von den aufgenommenen und verbrannten Kalorien in den Vordergrund gerückt. Trinkt, was ihr wollt, solange ihr nur alles wieder runterjoggt. Aber wir wissen, dass das nicht stimmt. Unser Gewicht. Ein Gleichgewicht aus konsumierten und verbrannten Kalorien? Klingt logisch, ist aber falsch. Tatsächlich spielt Bewegung bei der Gewichtskontrolle eine untergeordnete Rolle. Man müsste eine Stunde joggen, um einen Hamburger zu verbrennen. 2¼ Stunden für eine Pizza. Wenn man nur die Kalorien betrachtet, dann entspricht die Fettbildung der Gleichung konsumierte Kalorien minus verbrannte Kalorien. Aus physikalischer Sicht ist das vollkommen korrekt. Aber das ist Physik. Wir haben es hier mit der menschlichen Physiologie zu tun. Und das sind zwei Paar Stiefel. Die Helden von The Biggest Loser mussten das am eigenen Leib erfahren. Die Teilnehmer von Staffel 8 wurden von einem Forscher des National Institute of Health beobachtet. 6 Jahre nach ihrem spektakulären Gewichtsverlust hatten 13 der 14 Kandidaten praktisch alle Kilos wieder drauf. Diese Studie befreite mich ein wenig von der Schuld und auch von der Scham, mein Gewicht nicht einfach so im Handumdrehen in den Griff zu bekommen. Alle sagen, hör doch einfach auf zu essen und alles wird gut. Aber so einfach ist das nicht.
Jetzt diese Gewissheit zu haben, ist sehr wichtig für mich. Dadurch wurde mir bewusst, dass nicht alles meine Schuld ist. Das ist so wichtig für mich. Wir sollten aufhören, uns auf die Kalorien zu konzentrieren. Ja, man kann eine Zeit lang weniger essen und nimmt dann ab. Aber irgendwann schlägt der Körper zurück. Langfristig siegt der Stoffwechsel über die Willenskraft. Doch wenn es nicht am Willen liegt, wie erklärt sich dann der rasante Anstieg der Fettleibigkeit seit den 80er Jahren? Was ist der Unterschied zwischen 1970 und 2019? Die menschliche Biologie hat sich nicht verändert. Es hat viel mehr mit unserer Ernährung zu tun, mit dem, was wir essen und mit welcher Frequenz. In den letzten 40 Jahren erlebte unsere Ernährung eine Revolution. Alles begann mit einer politischen Kampagne Ende der 70er Jahre, die den Herz-Kreislauf-Erkrankungen den Kampf ansagte. The Senate Special Committee on Nutrition is looking into the connection between diet and heart disease. Fett wird als Hauptschuldiger ausgemacht. Ein Fehler mit schwerwiegenden Folgen für die weltweite Ernährung. Die neue Doktrin lautet: weniger Fett, mehr Getreide. Getreideprodukte werden zur Basis unserer Lebensmittelpyramide. Es hieß also, esst mehr Brot, Reis und Kartoffeln, denn sie enthalten wenig Fett. Und esst weniger Milchprodukte und Fleisch. Das war jahrelang die offizielle Empfehlung. Und ich denke, das erklärt, warum die Menschen an Gewicht zulegten. Pour rester en bonne santé, il est recommandé de manger des féculents à chaque repas. Pour y arriver, vous pouvez consommer du pain, bien sûr. Mais aussi des pommes de terre, des pâtes, du riz ou des lentilles, par exemple. Pour plus de conseils pratiques sur la nutrition, rendez-vous sur mangerbouger.fr. Mit Getreide mästet man Nutztiere und Enten, aus denen man Stopfleber gewinnen will. Brot, Reis und Nudeln sind Kohlenhydrate, also Zucker. Sie stehen im Mittelpunkt dieser Ernährungsrevolution. Noch vor 20, 30 Jahren dachten Ernährungsexperten, Zucker sei harmlos, weil er kein Fett enthält. Das Etikett fettarm wurde zum Synonym für gesund. Die Agrarrevolution war ein treibender Faktor der neuen fettarmen Ernährung. Bis heute produziert die staatlich subventionierte Intensivlandwirtschaft überall in Amerika und Europa große Mengen Getreide zu kleinem Preis. Meines Erachtens treibt die US-Regierung die Adipositas-Epidemie gleich mehrfach voran. Zum Beispiel subventioniert sie den Anbau von Mais und Soja. Aus einem Teil davon wird Mais-Sirup mit hohem Fruchtzuckergehalt gewonnen. Ein billiger Zucker, der in vielen Produkten verwendet wird. Die US-Regierung forderte die Lebensmittelindustrie auf, tausende verarbeitete Lebensmittel mit reduziertem Fettgehalt auf den Markt zu werfen. Versetzen Sie sich mal an die Stelle der Industrie. Womit ersetzen Sie die Fette? Na, mit verarbeitetem Getreide und Zucker. Das ist der große Zaubertrick. Fett wird durch billigen Zucker ersetzt. Denn der sorgt für fettarme Produkte, die schmecken und süchtig machen. Zum ersten Mal werden Zutaten bewusst manipuliert. Getreide flutet die Supermärkte in Form von Toastbrot, Cornflakes und Fertiggerichten. Es gibt ein interessantes Foto einer amerikanischen Familie in der Nachkriegszeit, den 50er Jahren, umgeben von den Lebensmitteln, die sie in einem Jahr verzehrt haben. Da sieht man viele echte Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Milch und nur wenige verarbeitete Produkte, außer vielleicht Cornflakes.
Nach und nach kamen immer mehr künstliche Lebensmittel hinzu, die man als Fake Food bezeichnen kann und die für unsere moderne Ernährung typisch sind. In gewisser Weise tat die Lebensmittelindustrie das, was von ihr verlangt wurde. Es kam ihr entgegen, denn Zucker ist billiger als Fett. Und so konnte sie den Profit steigern und zugleich ihren Produkten das Etikett gesund verpassen. Den Preis dafür zahlten die Verbraucher. Zucker erscheint auf den ersten Blick harmlos. Doch heute wissen wir, was er mit dem Körper macht. One in four children here right now is overweight. One of the big reasons? Without thinking, we give them biscuits, sweets, crisps and chocolate every day. Zu viel Zucker bringt unseren Organismus durcheinander. Es beginnt mit dem Hormonhaushalt. Beim Essen steigt der Spiegel bestimmter Hormone. Das wichtigste Hormon für den Stoffwechsel ist Insulin. Insulin bestimmt, ob aufgenommene Kalorien verbrannt oder als Fett gespeichert werden. Zu den wichtigsten Brennstoffen des menschlichen Körpers zählen Kohlenhydrate, also Zucker. Wenn wir essen, bildet die Bauchspeicheldrüse Insulin, das den Zucker in unsere Zellen transportiert. Nehmen wir oft Kohlenhydrate oder Produkte mit Zuckerzusatz zu uns, zum Beispiel stark verarbeitete Lebensmittel, bleibt der Insulinspiegel permanent hoch. Ist der Insulinspiegel zu hoch, nehmen die Fettzellen, also das Fettgewebe, zu viele Kalorien auf und speichern sie. Für die restlichen Körperfunktionen bleiben nicht genug Kalorien übrig. Für die Muskeln, die Organe, das Gehirn. Deshalb haben wir Hunger. Stark verarbeitete Lebensmittel wie Fastfood, Süßgetränke und all die minderwertigen Snacks, die wir zwischendurch knabbern, werden schnell verdaut, aber sättigen nicht. Es sind diese verarbeiteten Kohlenhydrate, die dick machen. Mit den verarbeiteten Lebensmitteln packt die Industrie ein neues Problem auf unsere Teller. Die sogenannten leeren Kalorien. Bei stark verarbeiteten Produkten werden Inhalts- und Zusatzstoffe neu kombiniert, um ihnen wieder Farbe, Geschmack und Konsistenz zu geben. Mit Aromen werden künstliche, sehr verlockende Lebensmittel geschaffen. Das ist gefährlich. Denn wir entfernen uns von den echten Lebensmitteln und essen mehr von den künstlichen, als nötig wäre. Genuss wird wichtiger als Sättigung. Doch damit nicht genug. Die verarbeiteten Produkte bringen unsere Darmflora durcheinander. Darmbakterien sind extrem wichtig. Sie helfen uns zu verdauen, Vitamine zu produzieren und Krankheiten abzuwehren. Und sie sind wichtig für unser Gewicht. Studien haben gezeigt, dass fettleibige Personen eine Darmflora mit geringer Bakterienvielfalt vorweisen. Diese Vielfalt ist aber wichtig. In den Labors der Universität Stanford erforscht Erika Sonnenberg den Einfluss unserer modernen Ernährung auf die Darmflora. Sie fütterte mehrere Generationen von Mäusen mit stark verarbeiteten Lebensmitteln. Durch die Ernährung mit einer hohen Konzentration an einfachen Zuckern nahm die Bakterienvielfalt im Darm von Generation zu Generation ab. Mit jeder Generation hatten die Mäuse weniger Bakterien im Darm. In der vierten Generation war bereits mehr als die Hälfte der Bakterien verschwunden. Die zuckerreiche Nahrung hatte die Darmflora ein für allemal dezimiert. Viele verarbeitete Lebensmittel enthalten überhaupt keine Ballaststoffe mehr. Doch Ballaststoffe sind die Nahrung unserer Darmbakterien. Man hätte nichts Verheerenderes für unsere Darmflora erfinden können als unsere westliche Ernährungsweise.
like the Western diet. Fried smothered, I love it. Let's start more salt, add sauce and butter. Hold the veggies, player. Unless it's carrot cake, and don't forget my extra bacon. Deep fried, don't bake it. Deep fried, don't bake it. I'll fake it till I make it. Addicted to additives. Well, I don't home cook it. I don't make it. I microwave it. So either way that produce is no use. Trotz ihrer schädlichen Wirkung ist der Siegeszug verarbeiteter Lebensmittel nicht zu stoppen. Es gibt da dieses neue Wort Snacking. In den 90er Jahren gab es das nicht. Damals aßen Leute ab und zu mal einen Imbiss auf der Straße, bei Festivals, aber keine Snacks. Heute nehmen die Menschen in den USA, Mexiko, Chile und Brasilien ein Viertel ihrer Kalorien über Snacks zu sich. Es ist rentabel, fette, süße, salzige Lebensmittel mit Suchtpotenzial zu verkaufen. Wesentlich weniger profitabel sind gesunde, ballaststoffreiche und kaum verarbeitete Lebensmittel. Also, wer treibt wohl die Adipositas-Epidemie an? Profitgier. Die Lebensmittelrevolution brachte neue Imperien hervor. Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Kellogg's, PepsiCo. Eine Handvoll multinationaler Großkonzerne besitzt heute praktisch alle Marken, macht 500 Milliarden Dollar Umsatz und bestimmt, was auf unsere Teller kommt. Food. Ernährung ist ein Riesensektor. Er umfasst nicht nur Lebensmittelunternehmen wie Nestlé, Danone, Coca und PepsiCo. Da sind auch die großen Supermärkte wie Walmart und Carrefour, die Agroindustrie, die sehr mächtig ist und die ganze Vertriebskette kontrolliert. Und dann die Vermarkter und Werbeagenturen, die Geld damit machen, den Leuten Junkfood und Süßgetränke schmackhaft zu machen. Wir haben es hier mit einem riesigen Sektor unserer Gesellschaft zu tun, der einzig damit beschäftigt ist, uns ungesunde Nahrung und Getränke zu verkaufen. Die Geheimwaffe der Lebensmittelindustrie ist der Preis. Ihre Waren sind bis zu 60% billiger als frische Produkte und landen somit vor allem in den Einkaufswegen der Armen. Die wichtigste Zielgruppe und die ersten Opfer des Systems. Familie Hamilton wohnt in einem der ärmsten Viertel von Washington, D.C., nur wenige Kilometer vom Weißen Haus entfernt. Sie leben in einer Versorgungseinöde. Frische Lebensmittel sucht man hier vergebens. Destiny, Angel, Naima, Layla, Trip, Willie, Kenny, Alaya, Essen ist fertig. In den wohlhabenden Vierteln von Washington sind 10% der Bevölkerung fettleibig. Hier sind es 42%. Heute gibt es Hackfleisch mit gesüßter Tomatensauce, Taco-Chips und saure Sahne. Gesegnet seien die Hände, die dieses Mahl zubereitet haben, und die Körper, die es aufnehmen werden. Dein Wille geschehe, nicht der unsere. In Jesu Namen beten wir. Amen. Willie ist alles gleichgültig. Nach dem Motto, mir doch egal. Aber ich sage, das ist ernst, damit ist nicht zu spaßen. Willst du etwa, dass beim Gehen die Oberschenkel aneinander reiben und du außer Atem kommst und anhalten musst, wenn es den Berg hochgeht? Du bist 15, du solltest das ohne Probleme schaffen. Aber meine Jungs wollen das gleiche essen wie ihre Freunde. Gleich da oben auf dem Hügel ist ein McDonald's. Da wollen sie hin. Sie hören nicht auf ihre Mutter. Sie wollen raus und heimlich irgendwas naschen. Das Wohnviertel der Hamiltons. Einer jener Orte, die der Staat aufgegeben hat und damit die Niederlassung von Fastfood-Ketten vorangetrieben hat. Mit verheerenden Folgen.
und einer Marketingstrategie, vor der es kein Entkommen gibt. Die Lebensmittelindustrie gibt dem Verbraucher die Schuld. Tatsächlich aber hat sie das ganze Umfeld verändert. Sie hat eine Welt geschaffen, in der ihr Junkfood ständig angepriesen wird. Auf Smartphones und Plakatwänden, in der Werbung im Fernsehen und im Kino. Es wird uns dauernd unter die Nase gerieben. Die Manipulation beginnt im Kindesalter. Süßgetränke sind das Erste, was Kinder im Laden an der Ecke sehen. Und in der Schule, in den Getränkeautomaten. Sie bekommen das Zeug sogar beim Mittagessen in der Kantine. Das ist Manipulation pur. Auf die Frage, was die Wahl ihrer Lebensmittel beeinflusst, antworten die Leute, ich esse, was mir schmeckt. Niemand wird sagen, ich trinke Coca-Cola, weil ich die Werbung toll finde. Niemals. Denn Werbung erreicht die Menschen unterhalb der Schwelle kritischen Denkens. Am besten erinnere ich mich, vielleicht weil die Werbung zwischen meinen Lieblingssendungen lief, an die Werbespots für süße Cornflakes. Wissenschaftliche Studien beweisen, es gibt eine direkte Verbindung zwischen Werbung und den Geschmacksvorlieben von Kindern. Die WHO fordert deshalb eine stärkere Regulierung, doch die Werbeoffensive lässt nicht nach. Im Gegenteil, sie erobert neue Räume, wie soziale Netzwerke und Online-Spiele. Das ist Aufgabe und Ziel von Werbung. Dafür wird sie gemacht. Die beherrschen ihr Handwerk. Die Werbung war bei mir also erfolgreich. Aber war sie auch gut für meine Gesundheit? Was die Werbung verschweigt? Junkfood löst eine der verheerendsten Krankheiten aus, die es gibt. Diabetes. Alle 6 Sekunden stirbt irgendwo auf der Welt ein Mensch an der Zuckerkrankheit. 25 years ago, if I told you, wenn ich vor 25 Jahren gesagt hätte, in meiner Klinik ist ein 18-jähriger Patient mit Diabetes Typ 2, hätten Sie geantwortet, unglaublich, das gibt's doch nicht. Heute sind Jugendliche und Kinder mit Diabetes Typ 2 nichts Außergewöhnliches mehr. Es fühlt sich an wie Krieg bei uns zu Hause. Es ist herzzerreißend, unfair, ungerecht. Menschen machen Geld mit dem Leid anderer. Es ist vermeidbar und entmenschlichend. Nein, unmenschlich einfach wegzusehen. Kenny, 14, und Willi, 15, nehmen jeden Tag ein Diabetes-Medikament. Eine meiner Tanten starb an Diabetes. Es liegt also in der Familie. Sie mussten ihr einen Zeh abnehmen, dann den Fuß, dann das ganze Bein. Meine Tante. Diabetes, da denkt man gleich an Amputationen und Spritzen. Ich will nicht, dass meine Kinder das durchmachen. Wir töten sie. Es ist ein kollektiver Selbstmord in einem Land wie den USA. Wir geben ihnen keine Krankenversicherung, sie leiden an Diabetes oder Bluthochdruck. Wir bringen eine ganze Generation armer Leute um. Das verstehst du doch, oder? Was meinst du? Willy. Jedes zweite afroamerikanische Kind wird in seinem Leben Diabetes bekommen. Jedes fünfte afroamerikanische und jedes vierte hispanische Kind ist fettleibig. Doch der Aufschrei eines jungen Mädchens wird eine Revolte auslösen. We eat like we still slaves. Yesterday I decided to write down some ingredients in my day-to-day diet.
First, there was a million things I could not pronounce. And then there was sugar, flour, sugar, hydrogenated oils, high fructose corn syrup, whey powder, high fructose corn syrup, sugar, dye yellow 40, dye red 52, dye. I heard a young woman who was 16 at the time. Ich hörte diese junge Frau, sie war damals 16 und hatte ein ernstes Gewichtsproblem. Sie trug ein Gedicht vor, bei dem ich heute noch Gänsehaut bekomme. Zum ersten Mal sah ich, wie ein junger Mensch die Adipositas- und Diabetes-Epidemie als soziales Problem beschrieb. Und mir wurde klar, dass sie eine viel bessere Botschafterin war, als ich es je sein könnte. Than I ever could be. It's like Grandma Susie dying from a heart attack at 51. It's like Cousin Kiara shooting insulin at her precious 9-year-old arm. It's like Uncle Jimmy having an amputated foot. It's like Brother Christopher having juvenile diabetes at 5. It's like, damn. It's like suicide. Dean Schillinger wagt den Aufstand. Mit dem Verein Youth Speaks organisiert er Schreibwerkstätten für Jugendliche aus den Vorstädten von San Francisco. Er will ihnen bewusst machen, mit welchen Tricks die Industrie arbeitet. Als ihnen klar wurde, dass man sie anlügt, wollten sie die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ihre Gedichte waren nicht mehr nur Kunstwerke, sondern Waffen. Mit einer Kamera und Gedichten starteten sie die Aufklärungskampagne The Bigger Picture. Für mich ist jeder dieser Filme wie ein Stein, den wir ins Wasser werfen. Mal sehen, welcher die höchsten Wellen schlägt. Am meisten beeindruckte die Jugendlichen ein Stadtplan von San Francisco, auf dem für jedes Viertel eingezeichnet war, wie viele Menschen wegen Amputationen, Nierenversagen und Diabetes im Krankenhaus lagen. Dann zeigte ich ihnen, wie viel in denselben Vierteln für Werbung ausgegeben wird. Für Coca-Cola und andere Limonaden, Süßigkeiten und so weiter. In der ersten Schreibwerkstatt schaute mich dieses 16-jährige schwarze Mädchen an und fragte, warum tun sie uns das an? Und ich sagte, da hast du schon dein Gedicht. Allein diese Frage ist ein sehr starkes Gedicht. I went to Roosevelt Middle School. My daily routine was to wake up hungry, walk to the bus stop, past McDonald's, the liquor stores, past Popeyes, past the first Burger King. Catch the 38 to the second Burger King, order my favorite round hash browns and watch the young brown bodies drool. And I don't know if we love Burger King or just love not being hungry anymore. Die Videos, meist von jungen Afroamerikanern und Hispanos, bekamen auf YouTube mehr als 1 Million Views. Bewusstwerdung macht es den Menschen möglich, eine Wahl zu treffen. Wir kämpfen dafür, gehört zu werden und die Botschaft unter die Leute zu bringen. Wir kämpfen gegen Interessen, die wollen, dass wir scheitern. Solange die Getränkeindustrie Geld ausgibt und nicht schläft, darf auch unsere Kampagne nicht schlafen. Einige tausend Kilometer entfernt, an der Ostküste, nutzt ein Mann eine andere Bühne, um den Menschen in seiner Gemeinde klarzumachen, was sie umbringt. Es kommt vor, dass wir ein Gemeindemitglied beerdigen, das an einer durch seine ungesunde Lebensweise bedingten Krankheit gestorben ist. Wir gehen auf den Friedhof und setzen diese Person bei. Und dann kommen wir mit den Familienmitgliedern nach der Messe zum Abendessen zusammen und setzen den Zyklus fort, indem wir die gleichen ungesunden Lebensmittel und Getränke konsumieren, die dieses Familienmitglied umgebracht haben.
Für mich ist das eine Krise. In meiner Gemeinde sterben mehr Menschen durch Zucker als durch Kriminalität. Schlechte Ernährung tötet hier mehr Menschen als Waffengewalt. Es ist eine Epidemie, die mir große Sorgen bereitet. Im Kampf gegen die Mächte der Finsternis nutzt Pfarrer Coates seine Funktion auf unkonventionelle Art. Mit einfachen Mitteln bricht er das Schweigen über die Produkte, die hier praktisch alle konsumieren. Es war wie eine Droge. Als Jugendliche, als ich zur Uni ging, trank ich den ganzen Tag nur Limonaden. Bis ich schließlich so abhängig davon war, dass ich gar nichts anderes mehr kannte als Süßgetränke. Ich trank nichts anderes, kannte nichts anderes. Ich wollte nichts anderes. Now in this can of soda pop, right? There are 39 grams of sugar. 39 grams of sugar in one can of soda. Now, how many teaspoons of sugar is that? Anyone know? How? Almost 10 teaspoons of sugar. So I say, well, I want to see how much that is. So Pfarrer Coates baute in seine Predigt eine kleine Demonstration ein. Das hatte eine Riesenwirkung auf mich. Denn mir war vorher nie klar gewesen, wie viel Zucker ich jedes Mal zu mir nahm, wenn ich eine Limo trank. Ich trank ja mindestens 7 oder 8 am Tag. Als er es auf der Bühne vorführte, wurde mir klar, wow, das ist für meinen Körper eine Menge Zucker auf einen Schlag. 9 and maybe a half. This is how much sugar is in just one drink, right? And our children are getting pre-diabetic by the ages of 9 and 10. Borderline diabetes by the time they're 13 years old. And we are sabotaging an entire generation of our people because of sugar. Die Leute waren geschockt, saßen da wie festgenagelt, rissen die Augen auf und konnten es einfach nicht fassen. Man hörte eine Menge Us und Ahs, als er den Zucker in das Glas gab. Er zeigte ihnen, was sie eigentlich schon seit ihrer Kindheit hätten wissen müssen. Push the weight so they gain it. Hide the scales, say they're tainted. Oh, you thought life was sacred, just as sacred as the bacon that you're putting on your plate. And hit the liquor store, soda time, extra break. And there I am waiting. First taste is free, no loss to me. Get the sugar, get the fat, get the additives, cut it up. Get the soda, get the fries, get the burgers, bag it up. I want to play a role. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der amerikanischen Bevölkerung bewusst wird, welchen Einfluss diese Droge, die wir Zucker nennen, auf unser psychisches und physisches Wohlergehen hat. Don't say I'm addicted. Pastor William Lamour and Delman Coates at Mount Enon Baptist Church in Clinton, Maryland, are suing Coca-Cola and the American Beverage Association. Los geht's. Gleiche Schlacht, neues Schlachtfeld. Delman Coates wagt es, gegen Coca-Cola vor Gericht zu ziehen. Durch diese Produkte liegt der Zuckerkonsum über dem von der American Heart Association empfohlenen täglichen Schwellenwert. Was verlangen Sie von Coca-Cola? Was soll das Unternehmen tun? Wir wollen, dass Coca-Cola sein irreführendes Marketing einstellt. In 5 Jahren von 2010 bis 2015 gab das Unternehmen 120 Millionen Dollar für Falschwerbung aus. Der Großkonzern wirft den Pfarrern Verletzung der Ausdrucksfreiheit vor. Zuerst wollte Coca-Cola eine Verurteilung der beiden erreichen. Sie sollten ihre Anwaltskosten selbst tragen. Eine millionenschwere Drohung.
Jetzt fordert der Konzern die Abweisung der Klage. Die Anschuldigungen entbehren jeder rechtlichen und faktischen Grundlage. Und wir werden uns entschieden dagegen wehren. Wir beschuldigen Coca-Cola, die Verbraucher über die wissenschaftlich erwiesenen Folgen von Süßgetränken in die Irre geführt zu haben. Mehrere ihrer Führungskräfte gaben Erklärungen in der Presse ab, wie es besteht keine Verbindung zwischen Süßgetränken und Diabetes. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Für mich ist das keine abstrakte Angelegenheit. Mir geht es nicht ums Geld. In meiner Gemeinde sterben Menschen. Mein Anliegen und meine Aufgabe ist es, Menschen zu retten. Das ist meine Berufung als Pfarrer. Und ich will ihnen nicht nur helfen, nach ihrem Tod in den Himmel zu kommen. Ich will sie retten, damit sie ein besseres Leben haben, solange sie auf Erden weilen. Auf der Anklagebank fährt die Getränkeindustrie die übliche Verteidigungsstrategie. I would suggest that in a well-rounded diet there is a place to consume products like soft drinks, and I would reject entirely any argument that they are in any way harmful for you. Die Vorreiter der Lügenindustrie waren die Tabakkonzerne. Sie entwickelten einen ganzen juristischen Werkzeugkasten, mit dem Regeln außer Kraft gesetzt und Produkte vor Gericht verteidigt werden können. Let me begin my questioning on the matter of whether or not nicotine is addictive. Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnson. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. I believe nicotine is not addictive. Die Tabakindustrie ebnete den Weg. Ihre Methoden ermöglichten es ihr, ein halbes Jahrhundert lang jeder Art von Regulierung zu entgehen. Methoden, die nicht vor Meineid zurückschrecken. I believe nicotine is not addictive. Dieses Bild der Tabakbosse, wie sie vor dem US-Kongress die Hand zum Meineid heben, in einem Land, in dem das nochmal eine ganz andere Dimension hat als bei uns, ist ein Symbol dafür, wie gelogen und die Wahrheit verdreht wird, nur um Produkte an den Mann zu bringen. Die Getränkeindustrie ist nach der Ölindustrie wahrscheinlich die rentabelste Branche weltweit. Ihr Geschäftsmodell ist fantastisch. Es kostet sie praktisch nichts, den Müll zu produzieren, für den sie dann einen Euro oder zwei Dollar verlangen. Besser geht's nicht. Wie damals die Tabakindustrie leugnen die Süßgetränkehersteller seit mehr als 20 Jahren, dass ihre Produkte krank machen können. Da ist ein wenig Wasser. Es tut weh, Menschen an etwas leiden zu sehen, das vermeidbar wäre. Wir Ärzte tun unser Möglichstes, die Patienten ebenso. Und trotzdem wird es immer schlimmer. Um die Öffentlichkeit weiter zu täuschen, wird kräftig Lobbying betrieben. Die Coca-Cola-Leaks enthüllten 2015, welche Mittel die Industrie dafür einsetzt. Druck auf Journalisten, Diskreditierung unbequemer Studien, Finanzierung von Forschern, Kontakte zu Politikern. Um diese Ergebnisse zu gewährleisten, wurden Kontakte im Senat geknüpft. Wir werden mit einer aktiven Kampagne klarstellen, dass die Steuer auf Erfrischungsgetränke diskriminierend und rückschrittlich ist und das Adipositas-Problem nicht lösen wird. Wir haben das Wirtschaftsinstitut mit einer Studie beauftragt, die die Ineffizienz einer solchen Steuer belegen wird. Kontakt zum Präsidenten der UMP-Gruppe hergestellt, um die Initiative zu isolieren und einzudämmen. Als die New York Times 2015 ihre Ermittlungen veröffentlichte, wurde klar, dass Coca-Cola 90 Millionen Dollar für Partnerschaften mit Sportverbänden und Ärztekammern ausgegeben hatte und mehr als 20 Millionen Dollar für Experten. Oh mein Gott, all die Gebrechen, an denen Süßgetränke und Fastfood angeblich schuld sind. Meine Güte, schauen Sie sich das bloß an. Die New York Times enthüllte, dass Steve Blair zwischen 2008 und 2015 von Coca-Cola mehr als 3,5 Millionen Dollar für seine Forschungen erhielt. Wenn Industrielle dieser Couleur wissenschaftliche Studien produzieren,
Und die Forschung sponsern, ahnt man ja, dass sie das nicht tun, um Wohlergehen und Wissen der Menschheit zu verbessern. Dean Schillinger wurde von der Stadt San Francisco als Experte berufen, um Wahres von Falschem zu trennen. Als wir die Studien analysierten, fanden wir heraus, dass alle, die keinen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Süßgetränken und Fettleibigkeit und Diabetes feststellten, von der Industrie finanziert worden waren. Die Studien, die einen Zusammenhang zwischen Süßgetränken, Fettleibigkeit und Diabetes feststellten, waren mit einer Ausnahme unabhängig finanziert worden. Wir wissen jetzt, auch dank anderer Beweise, dass die Industrie die Medizin und Wissenschaft sehr stark beeinflusste, um eine Kontroverse über die gesundheitlichen Auswirkungen ihrer Produkte zu erzeugen. Auf Nachfrage gibt die Industrie die immer gleichen aalglatten Antworten. Wie erklären Sie die Adipositas-Epidemie? Adipositas ist ein multifaktorielles und komplexes Problem, das von allen Institutionen angegangen werden muss, sowohl staatlichen als auch privaten. Aalglatt und immer wieder dasselbe. Forscher haben einen Zusammenhang zwischen Süßgetränken und Adipositas aufgezeigt. Was sagen Sie dazu? Wie ich bereits sagte, ist Adipositas ein komplexes und multifaktorielles Problem. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Was empfinden Sie, wenn Sie diese Studien sehen? Adipositas ist ein multifaktorielles Problem. Mehrere Forscher, mit denen wir gesprochen haben, vergleichen den Kampf gegen Süßgetränke mit dem Kampf gegen Tabak. Was antworten Sie ihnen? Adipositas und Diabetes sind ganz klar multifaktorielle Probleme. Ich denke, Gerichtsverfahren sind eine wichtige Waffe. Und ich denke, die Industrie beginnt zu verstehen, was sie erwartet. Sei es dieses Jahr, nächstes Jahr oder in 5 Jahren, diese Kampagnen, sei es nun unsere oder eine andere, werden zunehmen. Egal, ob wir erfolgreich sind oder nicht, andere werden folgen. Der Druck auf die Lebensmittelindustrie steigt. Überall auf der Welt werden Stimmen laut, die einen besseren Verbraucherschutz durch neue Gesetze fordern. Der Kampf hat die Politik erreicht. In the 30 years since warning labels and other forms of regulation were placed on tobacco, over 1 billion lives have been saved. So that's the power of regulating unhealthy products. In 30 years, over 1 billion lives were saved. I'd say that's a pretty good day at the office for people who make policy. Auf Initiative von Malia Cohen und einem weiteren Stadtrat sagte San Francisco dem Zucker in Süßgetränken den Kampf an. Eine Premiere in den USA. Wenn den Leuten klar wird, wie viel Zucker in so einer Getränkedose steckt, beginnen sie nachzudenken. In diesem Saal hier haben wir Aussagen von Ärzten, Pflegekräften und Forschern gehört, die uns über die Auswirkungen von Zucker auf unseren Körper aufgeklärt haben. Über diesen regelmäßigen, jahrelangen Dialog kamen wir auf die Idee, Süßgetränke zu besteuern. Besteuern? In den USA ein revolutionärer Ansatz. Die Industrie reagierte empört und lenkte die öffentliche Diskussion auf die Rolle des Staates. Im Kampf gegen die Regulierung setzt die Lebensmittelindustrie auf das Schreckgespenst des Bevormundungsstaates. Der Staat soll sich gefälligst aus dem Familienleben raushalten. Familien sind verantwortlich für ihre Kinder, nicht die Regierung. Feeding a family is difficult enough in today's economy. Now some politicians want the government telling me how I should do it. They want to put new taxes on a lot of groceries I buy. Die Süßgetränkeindustrie machte mobil. Sie engagierten Anwälte und Lobbyisten. Sie fanden Verbraucher, die sagten, bitte schreibt uns nicht vor, was wir zu essen und zu trinken haben. Wir wollen uns nicht vom Staat bevormunden lassen. Wir wollen selbst entscheiden.
Die Industrie gab Millionen von Dollar aus, fast sechsmal so viel wie wir. Almost 6-1. Give me a break. I can decide what to buy without government help. The government is just getting too involved in our personal lives. Während die Industrie die Besteuerung als Ende der Freiheit darstellt, mobilisieren ihre Anhänger die Bürger. We're gonna win this battle. Doctors and politicians lining up outside of San Francisco City Hall, framing the sugar-sweetened beverage debate as the people versus Big Soda. We no longer can sit back and let the Big Soda industry target and hurt our community. Ich wusste, dass wir gewinnen würden. Denn mit ihrer Werbung zielen sie vor allem auf Kinder und Arme ab. Als wir dieses Argument vorbrachten, sagten die Leute, jetzt reicht's. Niemand will ins Visier genommen werden. Niemand will ein Opfer sein. One, two. She's counting. Ariel runs. Tiny legs, walking across pavement, her chubby fingers barely able to grasp her deadly Pepsi, she runs. Poison in hand, smile on face, brown eyes, wildly looking for hiding spots. Three. Ariel stops. She takes a sip. She's already drank 1,460 Pepsis in her lifetime. She's fine. She runs every 10 seconds. Die Steuer wird verabschiedet, doch es ist ein bitterer Sieg. Nach dem Modell der Zigarettenpackungen will die Stadt San Francisco Warnungen auf Süßgetränke drucken. Doch die Industrie wehrt sich und gewinnt vor dem Berufungsgericht. Die Warnungen werden nicht gedruckt. Die gleiche Methode wenden die Konzerne in New York an, als Michael Bloomberg XXL-Süßgetränke aus der Stadt verbannen will. This is New York City. Nach altbekanntem Schema argumentiert die mächtige American Beverage Association mit der heiligen Entscheidungsfreiheit. And don't even try to tell the city that never sleeps that it's bedtime. So are we gonna let the mayor tell us what size beverage to buy? If we let him get away with this, where will it end? Hey, New York, it's time to take a stand. No more giant sodas? Come on! This is America, the land of plenty. We haven't even achieved type 3 diabetes yet. We're so close! Michael Bloomberg wird als Nanny karikiert. Die Industrie gewinnt vor Gericht. Im Kampf zwischen Freiheit und Verbraucherschutz heißt der Sieger einmal mehr Freiheit. Und zwar die des Stärkeren. Ich dachte, dass ich als schwarze Frau, als Afroamerikanerin eine bessere Botschafterin sein würde und den Wählern klarmachen könnte, warum ich mich engagiere. Ich vertrete ein Viertel von San Francisco, in dem viele Einwanderer wohnen. Menschen, deren Muttersprache nicht Englisch ist. Menschen, die in Sozialwohnungen leben. Eines hatten sie alle gemeinsam. Sie starben an vermeidbaren Krankheiten. Sie starben. So etwas ist nur schwer hinzunehmen. Aber anscheinend war es den Leuten egal. Der Industrie war es egal. Sie setzte weiterhin ihr Geld und ihre Ressourcen ein, um die Leute süchtig zu machen. Aus reiner Profitgier. Das brachte mich dazu, mich zu engagieren. Ich will einfach nicht, dass noch mehr Menschen sterben. Das bedeutet, die Politik zu ändern. Den Menschen klarzumachen, dass sie die Wahl haben. Und ihnen mehr Auswahl zu geben. Darum geht es mir. Dafür kämpfe ich. Wir können nicht untätig zusehen, wie sie uns umbringen. Deshalb engagiere ich mich.
That's why I'm involved. Manchmal wendet die Industrie sanftere, doch nicht weniger effiziente Methoden an. In Deutschland gibt sie sich als verantwortungsvoller Partner im Kampf gegen Fettleibigkeit. Zum Beispiel in dieser Edeka-Werbung, in der durch den Verzicht auf Junkfood Kinderträume wahr werden. Aber darf man der Industrie wirklich vertrauen? Alarmiert durch den rasanten Anstieg von Adipositas und Diabetes, richteten 2000 Ärzte einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin und die Ernährungsministerin. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Ministerin, sehr geehrter Minister, sehr geehrte Parteivorsitzende. Bitte machen Sie ernst mit der Prävention von Adipositas, Typ-2-Diabetes und anderen chronischen Krankheiten. Bitte ziehen Sie die Sonderabgaben, Sondersteuern für gesüßte Getränke und Beschränkung der an Kinder gerichteten Werbung für Lebensmittel mit einem unausgewogenen Nährwertprofil in Betracht. Der Brief ging im Januar 2019 an die Regierung und blieb unbeantwortet. Eine Welle an Übergewicht und Adipositas, quasi ein Tsunami, rollt auf Deutschland zu. Die Politik will dies nicht wahrhaben. Ja, das ist schwer nachvollziehbar, dass eine so große Industrienation, die in vielen Bereichen Vorreiter ist und mit so einem besonders guten Gesundheitssystem, dass das eben gerade im Bereich der Prävention so rückschrittlich ist. Das hat eben die Gründe, dass die Wirtschaft immer noch eine sehr starke Lobby in Deutschland hat und dass wirtschaftliche Interessen immer noch höher gewertet werden als gesundheitliche Belange. Die Bundesregierung setzt auf die Fähigkeit der Industrie zur Selbstregulierung. Es gibt keine Steuer auf Süßgetränke, keine Werbeverbote. Unsere Strategie setzt bewusst auf Selbstverpflichtung und keine gesetzlich starren Maßnahmen oder Einheitsrezepturen. Ich weiß, das lässt sich besser schreiben, wenn man sagt XYZ. Aber ich sage Ihnen, wir werden erfolgreicher sein. Oder erfolgreich sein mit dieser Strategie, weil sie auch atmet. Atmen darf vor allem die Industrie. Sie bekam von der Ministerin 7 Jahre Zeit, um den Zucker-, Salz- und Fettgehalt ihrer Produkte zu reduzieren. Es ist eine Katastrophe, dass Bundesernährungsministerin Julia Klöckner bis heute, trotz der Warnungen aus der Wissenschaft, von der Weltgesundheitsorganisation, von den Medizinerinnen und Medizinern, den Ärzten, fast nichts unternimmt, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen vor Zucker, Fett und Salz, mit einer freiwilligen Vereinbarung, wie sie es plant, den Herstellern bitte, bitte zu sagen, doch ein bisschen Zucker zu reduzieren, wird man dieses Problem nicht lösen. Wir brauchen andere Maßnahmen. Der Verein Foodwatch maß 2016 und 2018 den Zuckergehalt von Getränken, die in Deutschland verkauft werden. Ist die Industrie wirklich so verantwortungsvoll, wie sie vorgibt? Wir haben festgestellt, alle reden zwar von Zuckerreduktion, doch kaum einer macht's. Also der durchschnittliche Zuckergehalt 2016 liegt fast genauso hoch wie 2018. Das zeigt, ohne Vorgaben, wie das zum Beispiel in Großbritannien der Fall ist, mit einer Limo-Steuer, wird sich hier in Deutschland wenig bewegen. Wir erwarten bis 2040 12 Millionen Menschen mit Diabetes. Das werden wir dann mit Sicherheit auch erreichen. Das ist dramatisch. Yo le decía.
Da sie im Westen immer mehr unter Druck gerät, sucht sich die Lebensmittelindustrie neue Märkte. Mexiko wurde das erste Opfer dieser Kolonisierung. Wir haben die ganze Welt mit Zucker überzogen. Da die Märkte in Europa und den USA nicht mehr wuchsen, haben Coca-Cola, Pepsi und all ihre lokalen Klone massiv Länder mit schwachem und mittlerem Einkommen beworben. Heute sind 73% der mexikanischen Bevölkerung übergewichtig oder fettleibig. 10% leiden an Diabetes, der ersten Todesursache im Land. Ich denke, die Botschaft meines Vaters ist klar. Pass auf dich auf. Genau das, was er selbst nicht getan hat. Ich wünsche mir ein normales Leben. Würde gerne problemlos Treppen steigen, rennen. Das ist schwierig. Beim Gehen bin ich schnell erschöpft. Wer jemanden an Diabetes verliert, noch dazu einen geliebten Angehörigen, der tut alles dafür, dass ihm nicht das gleiche Schicksal widerfährt. Die ganze Welt schaute auf Mexiko, um herauszufinden, warum es dort plötzlich so viele Dicke und Fettleibige gab. Die Kolonisierung nahm sich eine der ältesten Traditionen Mexikos vor, die zum Welterbe der UNESCO zählt. Die mexikanische Küche. Der Konsum von Obst und Gemüse ging um 30% zurück. Der von Bohnen in 20 Jahren um 50%. In 14 Jahren stieg der Konsum von Süßgetränken um 40%. In Mexiko gibt es 1,5 Millionen Läden, die zuckerhaltige Getränke und Junkfood verkaufen. Das ist ein Verbrechen an der öffentlichen Gesundheit. Jeder Mexikaner trinkt im Schnitt 137 Liter Süßgetränke pro Jahr. Das ist Weltrekord. Das ist Junkfood-Imperialismus. Die großen westlichen Länder verbreiten ihren Mist in der ganzen Welt und werden natürlich mit offenen Armen empfangen. Das Zeug ist billig, schmackhaft und praktisch. Was sollte man daran nicht mögen? Im Laden an der Ecke kostet ein Apfel mehr als eine Flasche Limo. Das habe ich in dem kleinen Supermarkt eingekauft. Die Industrie stellt diese Produkte massenhaft her und versucht dabei, die traditionellen Zutaten der mexikanischen Küche zu ersetzen. Die typische Mais-Tortilla zum Beispiel wurde durch Toastbrot ersetzt. Die Bohnen durch solche Dosen, die aussehen wie Thunfischkonserven und manchmal auch ein wenig Thunfisch enthalten. Nach und nach unterwandern diese Produkte die reiche kulinarische Tradition der mexikanischen Familien. Auf der Landkarte ähnelt das einer waschechten, territorialen Invasion. Man sieht es an jeder Straßenecke. Die Leute haben das Zeug schon im Blut. Ihr Gaumen wurde längst in Geiselhaft genommen. Unsere Ernährung wird kolonisiert. Mexiko hat die negativen Folgen der Globalisierung in vollem Ausmaß zu spüren bekommen. Die Invasion von Billigprodukten aus den USA hat den lokalen Anbau dezimiert. Oh, shit. Im Umland von Mexiko-Stadt schwindet das Ackerland. Die wenigen Bauern, die noch übrig sind, gleichen Widerstandskämpfern. In unserem Kampf für bessere Ernährung wurden wir von der Regierung überhaupt nicht unterstützt. Wir führen einen unermüdlichen Krieg gegen Süßgetränke und Junkfood. Wir bieten dem allem die Stirn. Wer ist du, Nikon?
Diese Generation ist die erste in der mexikanischen Geschichte, deren Lebenserwartung geringer ist als die ihrer Eltern. Ein Drittel der mexikanischen Kinder ist übergewichtig oder fettleibig. Noch ein Weltrekord. Heute hatten wir einen dreijährigen Jungen in der Praxis, der 20 Kilo wiegt. Seine Mutter dachte, sie tut ihm etwas Gutes, wenn sie ihm viel Fruchtsaft zu trinken gibt. Bis zu 7 oder 8 Mal täglich. Das ist eine Riesenmenge Zucker. Heute steckt überall Zucker drin. Überall. Die Ernährungsberaterin meinte, mein Sohn isst zu viele Kohlenhydrate. Aber Zucker ist in allen Produkten, die wir zu uns nehmen, außer in Wasser. Aber in Mexiko ist Wasser teuer geworden. Teurer als Süßgetränke oder Bier. Ein Liter Wasser kostet mehr als ein Liter Limo. In einem Land, das einen Coca-Cola-Boss als Präsidenten hatte, scheint der Kampf gegen die Lebensmittelindustrie aussichtslos. Doch nicht für Alejandro Calvillo. Wir stehen vor dem Gesundheitsministerium. Das Frankenstein-Monster hinter mir symbolisiert die Adipositas-Prävention, die die Regierung gemeinsam mit der Junkfood- und Süßgetränkeindustrie entwickelt hat. Alejandro Calvillo war Geschäftsführer von Greenpeace Mexiko. Heute leitet er einen kleinen Verbraucherschutzverein. Und er hat einen Verbündeten im Gesundheitsministerium, den Ernährungsforscher Simon Barquera Cervera. Bis heute bedient sich Calvillo der provokativen Methoden von Greenpeace. En los primeros lugares de obesidad infantil en el mundo. Es importante señalar que sus empresas Kellogg's, Coca-Cola y McDonald's están utilizando herramientas más poderosas para seducir y engañar a los niños. Toño, Toño, el señor del azúcar. Es el principal responsable de la venta masiva de sucaritas. Hace creer a los niños que si consumen su producto va a triunfar en el deporte. Wie kann man zulassen, dass ein Land sich am Verkauf von gesundheitsschädlichen Produkten bereichert? Das sind zwei gegensätzliche Ziele. Auf der einen Seite die öffentliche Gesundheit, auf der anderen wirtschaftliche Interessen. Wer wird gewinnen? Wir, weil wir recht haben. 11 Jahre Kampfgeist und drastische Aufklärungsvideos, die alle zensiert werden, sind nötig, bis der Forscher und der Aktivist 2014 eine Besteuerung von Süßgetränken und Junkfood in Mexiko erreichen. Die erste derartige Steuer auf dem amerikanischen Kontinent. Das hat viel geholfen, denn in den beiden folgenden Jahren ging der Konsum zuckerhaltiger Getränke in Mexiko zurück. Wir waren weltweit die Nummer 1, jetzt sind wir auf dem 4. Platz. Dank dieses Erfolgs stellen sich rund 20 Vereine hinter Calvillo und Barquera. Sie fordern eine Nährwertkennzeichnung auf Lebensmittel und die Anhebung der Steuer von 10% auf 20%. Forderungen, die geheimnisvolle, anonyme Gegner auf den Plan rufen. Wir bekamen auf einmal Nachrichten. Ich wusste nicht, dass ich nicht der Einzige war. Zunächst irritierten mich diese Nachrichten, dann begriff ich, dass es Drohungen waren. Ich bekam eine Nachricht auf meinem Smartphone. Eine SMS mit einem Link. Ich klickte darauf und gelangte auf die Seite des größten mexikanischen Bestattungsunternehmens. Ich habe das als Drohung verstanden. Simon, deine Tochter, sie nannten ihren Namen, hatte einen Autounfall und liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Wenn du mehr wissen willst, klicke auf diesen Link. Simon, deine Tochter hatte einen Unfall. Es ist sehr schlimm. Komm schnell, du findest sie hier.
Diese Leute wussten viel über meine Familie. Es war furchtbar. Simon, du Idiot. Während du arbeitest, schlafe ich mit deiner Frau. Die Fotos findest du hier. Unsere Smartphones wurden an die Universität von Toronto geschickt, in Citizen Lab, wo einige der weltweit besten Spionageexperten arbeiten. Sie fanden heraus, dass es sich um eine Spionagesoftware namens Pegasus handelte, entwickelt vom israelischen Unternehmen NSO Group, dass diese Software... an Regierungen verkauft. Theoretisch darf sie nur im Kampf gegen das organisierte Verbrechen eingesetzt werden. Doch in unserem Fall diente sie ganz klar dazu, die Industrie mit Informationen zu beliefern. Andere Mitglieder unserer Gruppe brauchten 6 Monate lang Begleitschutz. Von wem die Drohungen kamen, ist immer noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Die damalige mexikanische Regierung war sehr konservativ und mit der Industrie gut vernetzt. Der Staatspräsident war ehemals Leiter von Coca-Cola Mexiko. Es gab also starke Verbindungen zwischen der Regierungspartei und dem Konzern. Die Bösartigkeit der Angriffe erreichte eine neue Dimension. Sie hatten uns Experten auch früher schon in den Medien attackiert, aber nie unsere Kinder und Familien bedroht, wie sie es in Mexiko taten. Das war ein neues Niveau an Aggression. Die Steuer auf Süßgetränke wurde nicht angehoben. Das Wasser, das Veronika in ihrem Viertel kauft, ist teurer als jede Limo. Was für ein Widerspruch. Wir öffnen die Grenzen für Waren, die die lokale Produktion gefährden, und fluten die Welt mit Junkfood. Vor Menschen jedoch verschließen wir die Grenzen. Der amerikanische Traum hat nicht mehr den Geschmack von Freiheit, sondern von Toastbrot und Cola, verzehrt hinter Zäunen und Mauern. Die Revolution wagt ausgerechnet ein Land im äußersten Süden des amerikanischen Kontinents, das seit 30 Jahren fest in der Hand der Ultraliberalen ist, Chile. Der Revolutionsführer ist Senator. Seit Jahren kämpft er dafür, dass Chile in Sachen Übergewicht und Fettleibigkeit nicht mehr den traurigen dritten Platz belegt. Im Leitartikel einer Zeitung stand, ich sei ein Teufel. Ein Teufel, der die armen Unternehmen verfolgt. Man hat versucht, uns zu diskreditieren. Man hat uns bedroht und angegriffen. Aber man muss sich entscheiden im Leben. Wir hatten keine Angst vor Pinochet. Also werden wir auch keine Angst vor diesen multinationalen Konzernen haben, egal wie mächtig sie sind. Die chilenische Revolution beginnt auf der Verpackung. Son los sellos una alerta. En su casa,
¿Consumen este tipo de alimentos? No. No todos. Ya, la pasita, ¿por qué tú no consumes este tipo de alimentos? Porque no me gusta esa chatarra. ¿No te gusta? ¿Por qué? Esa chatarra. Mi familia. Mein Vater war Arzt, Kinderarzt. Als ich klein war, gaben mir meine Eltern diese süßen Cornflakes. Sie enthielten 40% Zucker und 600 Milligramm Salz. Ich könnte meinen Eltern heute vorwerfen, dass sie mir damals diesen Mist gaben. Aber sie tragen keine Verantwortung, denn sie hatten keine Ahnung. Der Senator und ehemalige Kinderarzt Guido Girardi machte sich in wenigen Jahren zum Feind Nummer 1 der Lebensmittelindustrie. Unermüdlich kämpfte er für den Verbraucherschutz. Er trotzte dem Veto des Präsidenten und Milliardärs Sebastian Piñera und den Schmutzkampagnen der Industrie. Und er brachte ein Gesetz durch, das 2016 wie eine Bombe in die Lebensmittelbranche einschlug. Muy bien, Mama. Pero, señor. Nosotros preferimos alimentos con menos sellos. Y si no tienen, mejor. Todos por Chile, Ministerio de Salud. Mit diesem Gesetz haben wir den Verbrauchern das Recht auf Information zurückgegeben. Wir haben Warnsymbole geschaffen, die sofort verraten, ob das Produkt viel Zucker, Salz, Fett und Kalorien enthält. Das darf nur Sekunden dauern und muss auch für ein sechsjähriges Kind verständlich sein. Tausende Waren tragen heute ein oder mehrere Warnzeichen, darunter auch weltweit beliebte Produkte internationaler Marken. Auch internationale Importprodukte müssen sich an die Regeln halten und bekommen die gleichen Symbole. Dieses hier hat gleich drei. Trägt ein Produkt ein Warnzeichen, ist es ungesund und darf im Fernsehen nicht beworben werden. Es geht doch nicht, im Fernsehen auch noch Werbung für diesen Müll zu machen. Auch nicht im Internet. Keine Gratisspielzeuge, keine Sammelsticker. Das ganze Arsenal, mit dem sie die Kinder verführen, darf nicht verwendet werden. Tony der Tiger war gezwungen, sich wie ein Pädophiler an die Kinder ranzumachen. Wir haben ihn befreit. Nuevos Fruit Loops Pops, parte de un desayuno fruti divertido. Mit dem Werbeverbot für Produkte mit schwarzem Warnsymbol nahm die chilenische Regierung das Kernproblem in Angriff. Irreführende Werbung verletzt die Rechte der Kinder und sämtliche internationale Abkommen der Vereinten Nationen zum Schutz der Gesundheit unserer Kinder. Wir bezichtigen diese Marken der Pädophilie, weil sie Kinder missbrauchen. Deshalb hatte ich einige sehr heftige Auseinandersetzungen. Die Industrie behauptete, das Gesetz würde nichts bewirken, außer die Ärmsten noch mehr zu schwächen. Doch zwei Jahre nach Inkrafttreten hat sich bereits eine positive Dynamik entwickelt. Die gute Nachricht ist, viele Produkte, von denen die Industrie behauptete, man könne ihre Formel nicht ändern, weil dies technisch unmöglich sei, enthalten heute weniger Salz und Zucker. Es ging also doch. Die Industrie selbst sagt, dass 20% der Produkte neu konzipiert wurden, in manchen Bereichen sogar noch mehr. Das ist wirklich ein Erfolg. Man nennt das den Quälgeistfaktor der Kinder im Supermarkt. Mama, kauf mir dies und das. Wir haben hier dasselbe Prinzip, aber umgekehrt. Das Kind sagt, nein, kauf das nicht, da sind zwei Symbole drauf. Das auch nicht, das hat drei. Da darf höchstens eins drauf sein. Die soziale Norm verändert sich. Das coolste Kind ist nicht mehr das mit dem ungesündesten Snack, sondern genau umgekehrt. In 18 Monaten ging der Verkauf von Süßgetränken in Chile um 25% zurück. So etwas gab es noch nie. Kein anderes Land hat durch Besteuerung mehr als 5 oder 10% geschafft.
Wir stellen auch einen starken Rückgang bei verarbeitetem Junkfood fest. Zum ersten Mal sehen wir Anzeichen dafür, dass ein Land die Normen zugunsten einer gesünderen Ernährung verändert. Die chilenische Revolution findet Nachahmer in Südamerika. Peru hat die chilenische Lebensmittelkennzeichnung übernommen. Uruguay steht kurz davor. Und, wer hätte das gedacht? Auch der mexikanische Kongress verabschiedete unter neuer Präsidentschaft ein Regelwerk mit den gleichen Warnsymbolen wie in Chile. Ganz anders die Situation auf unserer Seite des Atlantiks. In Europa wird das Nutri-Score-Logo, das im Vergleich zum chilenischen System eher zaghaft ist, nur von wenigen Ländern übernommen. Und das nicht mal zwingend. In Frankreich prangt es nur auf 25% der verarbeiteten Lebensmittel. "2010, 2011 wurde in Brüssel die Einführung einer klaren und verpflichtenden Lebensmittelkennzeichnung diskutiert. Die Industrie war natürlich dagegen und hat mehr als 1 Milliarde Euro für Lobbyarbeit ausgegeben, um den verpflichtenden Charakter zu verhindern. Die Mitgliedstaaten müssen sich bis heute mit freiwilligen Logos herumschlagen und werden auch dazu von der Industrie mit Prozessen bedroht." Frankreich, weltweit für seine Küche berühmt, hat zwar Süßgetränke besteuert und Getränkeautomaten aus den Schulen verbannt. Doch echte Einschränkungen für die Lebensmittelindustrie gibt es nicht. Die Regulierungsmaßnahmen in Frankreich sind schwach. Es gibt den Nutri-Score, aber der listet lediglich die Nährwerte auf und sagt nicht, ob ein Produkt ungesund ist, so wie die Symbole in Chile. Er verhindert auch keine Werbung. Es braucht ein umfassenderes Programm gegen Junkfood und irreführendes Marketing. Erst dann können wir in Frankreich wieder von gesundem Essen sprechen. Der Abgeordnete Loïc Prudhomme leitete einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss über industriell verarbeitete Lebensmittel. 6 Monate lang kamen in 40 Anhörungen Institutionen, Forscher, Verbraucher und Hersteller zu Wort. "Wenn Sie etwas an der Werbung ändern wollen, erhalten Sie eine klare Absage. Wenn Sie Verpflichtungen oder zumindest erreichbare Ziele zum Salz-, Zucker- und Fettgehalt vorgeben wollen, tut sich gar nichts. Auf der einen Seite sind die politischen Entscheider, die nichts tun und wegschauen. Auf der anderen die Vertreter von Lebensmittelindustrie und Großhandel, die nichts ändern wollen und um jeden Preis verhindern möchten, dass der eine dem anderen etwas vorschreibt." Der Gesetzesvorschlag wird am 21. Februar 2019 in der Nationalversammlung diskutiert. Der politische Wille scheitert an den Interessen der Lebensmittelindustrie. "Ist es Zynismus oder Selbstschutz? Einfach die Augen vor dieser Katastrophe zu verschließen und nichts zu tun. Ich weiß nicht, was es ist. Verdrängung? Zynismus? Fahrlässigkeit? Ich kenne die Antwort nicht. Die Bilanz jedenfalls ist traurig. Bis heute ist von öffentlicher Seite rein gar nichts geschehen." Fettleibigkeit steht für die Herausforderungen unserer Zeit. Den Zuwachs an chronischen Krankheiten, die unsere Gesundheitssysteme gefährden. Die Machtlosigkeit der Politik angesichts wirtschaftlicher Interessen. Die Intensivlandwirtschaft, die das Junkfood-Business nährt. Wenn wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen wollen, dann müssen wir die gesamte Lebensmittelkette komplett neu erfinden.
Dieses Jahr gibt's keine Gamescom in Köln, GTA 6 ist noch einige Jahre entfernt und Sony wird wohl nicht besonders viele PS5-Konsolen zum Start vorrätig haben. Ich bin Natascha Becker und das sind die News. Die Gamescom wird 2020 wohl nicht stattfinden, jedenfalls nicht als Messe mit mehreren hunderttausend Besuchern. Wie die Bundesregierung gestern hat verlauten lassen, werden die Beschränkungen zum Schutz der Bevölkerung vor Covid-19 weitergeführt. So sind Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August untersagt. Noch Anfang des Monats hatten die Veranstalter angekündigt, die Messe wie geplant ablaufen zu lassen. Ob der aktuellen Entwicklungen kündigten sie nun auf Twitter an, dass die Gamescom in diesem Jahr definitiv stattfinden wird, wenn auch nur als digitales Event. Mehr Informationen wird es in Kürze geben. Wer bereits ein Ticket gekauft hat, wird es sich voraussichtlich zurückerstatten lassen können, wie die Veranstalter im letzten Monat versprochen haben. Wie die Rückgabe ablaufen wird und wann die Gäste mit ihrem Geld rechnen können, ist noch nicht bekannt. Viele Videospielentwickler sind in den letzten Monaten und Jahren wegen der herrschenden Arbeitsbedingungen hart in die Kritik geraten. Einer der ungerühmten Spitzenreiter war hierbei Rockstar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens mussten für die Fertigstellung des Western-RPGs Red Dead Redemption 2 extreme Überstunden leisten und das über Monate und teilweise Jahre hinweg. 55 bis 60 Stundenwochen waren an der Tagesordnung, in den letzten Phasen der Entwicklung scheinen auch 100 Stunden nicht unüblich gewesen zu sein. Auch war das Arbeitsklima allgemein nicht gut und es gab Beschwerden wegen sexueller Belästigung gegen einen führenden Mitarbeiter. Viele Beschäftigte hatten damals ausgesagt, dass sie das Unternehmen verlassen wollen. Jetzt, 18 Monate nach Release des Blockbusters, scheint sich da eine Menge getan zu haben, wie Jason Schreier in seinem Bericht auf Kotaku schreibt. Nach internen Untersuchungen wurden die Arbeitszeiten aller Mitarbeiter weltweit angepasst. Im Studio in Lincoln, einem der am schlimmsten betroffenen Niederlassungen und vor allem für Qualitätssicherung zuständig, wurden die Gehälter der Beschäftigten angehoben und alle freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden fest angestellt. Überstunden sind optional und werden nicht nur bezahlt, sondern mit dem 1,5-fachen Stundensatz. Aber was bedeutet das jetzt für GTA 6? Jason Schreier schreibt in seinem Report, dass das nächste Spiel des Studios ein neues GTA sein wird, aber dass es sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet. Außerdem plant das Management einen gemäßigten Release, was nach Rockstar-Verhältnissen wohl immer noch ein riesiges Spiel sein dürfte, mit regelmäßigeren Updates über die Zeit nach der ersten Veröffentlichung. Es ist also davon auszugehen, dass wir noch ein paar Jahre auf den nächsten Titel warten müssen. Die PlayStation 5 scheint zum Greifen nah, so nah und doch so fern. Denn selbst wenn die neue Konsole bald veröffentlicht wird, werden nicht mal annähernd alle Interessenten eine kaufen können. Das jedenfalls ist nach der neuesten Aussage von Sony zu befürchten. Die haben gegenüber Herstellerfirmen nämlich erwähnt, dass man plant, bis Ende März 2021 5 bis 6 Millionen Einheiten anzufertigen. Die PlayStation 4 war damals nach Release innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft und hatte sich innerhalb des ersten halben Jahres rund 7,5 Millionen Mal verkauft. Es stehen also dieses Mal deutlich weniger Konsolen zum Verkauf zur Verfügung als vor 7 Jahren. Gleichzeitig ist aber wohl mit höherem Interesse zu rechnen. Das Magazin Bloomberg schätzt außerdem den Verkaufspreis auf etwa $500 bis $550. Auch dazu gibt es allerdings noch keine offizielle Aussage von Sony. Die scheinen außerdem aufgrund von Lieferschwierigkeiten bestimmter Teile große Probleme zu haben, die Herstellungskosten der Konsole gering zu halten. Derzeit ist auch bei Sony Heimarbeit angesagt, um die Verbreitung des Virus zu vermeiden. Ende des Monats wird das Unternehmen seine Jahresabschlusszahlen des letzten Fiskaljahres vorstellen. Vielleicht ist dann mit einer Ankündigung zu Preis und Release zu rechnen. Es ist aber wahrscheinlich, dass Sony am Release zum Weihnachtsgeschäft 2020 festhalten versuchen wird. Und wir bleiben direkt bei der PlayStation. Gestern Nacht gab es nämlich kurzzeitig Aufruhr, weil ein Händler einen ganzen Haufen PS4-exklusiver Games als PC-Games gelistet hat. Unter anderem Persona 4 Uncharted und The Last of Us hatten kurzzeitig PC-Versionen. Das war ein Fehler, die Spiele bleiben weiterhin plattformexklusiv, ein PC-Release ist derzeit nicht angekündigt. Sony hat das inzwischen bestätigt und die Spiele wurden von der französischen Amazon-Webseite bereits wieder entfernt. Was wir im Moment erleben, ist ungefähr das genaue Gegenteil des großen Pokémon Go Sommers von 2016. Die Spieler sind zu Tausenden ausgezogen und haben in den Städten via Augmented Reality Pokémon gefangen und Arenen erobert. Normalerweise will uns Pokémon Go dazu animieren, rauszugehen und uns zu bewegen. Jetzt im Moment sollen wir aber möglichst zu Hause bleiben und auf unserem Hosenboden sitzen. Um uns nicht in Versuchung zu führen, hat Pokémon Go deshalb Remote Raids eingeführt. Die Remote Raids nutzen eine neue Art von Raid Pass, mit dem wir Zugang zu allen Raids auf unseren Map-Bildschirmen oder in unserer Nähe bekommen.
Die werden aber mit geringerer Teilnehmerzahl stattfinden als die üblichen 20 und es werden voraussichtlich noch Anpassungen zur Schadensverteilung vorgenommen. Außerdem werden in Zukunft immer um Mitternacht neue Feldforschungen verteilt mit Aktivitäten, die man von überall aus ertätigen kann. Geschenke von Freunden erhalten wir außerdem auch, wenn man keinen Pokestop in seiner Nähe hat. Weitere Infos zu den Remote Raids und wie ihr daran teilnehmen könnt, gibt's auf meinmmo.de. Den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung oder hier oben in der Info. Rick May, die Stimme von Peppy aus Star Fox und Soldier von Team Fortress, ist verstorben. Neben seiner Arbeit als Synchronschauspieler für Videospiele hatte er eine lange Karriere als Theaterdarsteller und Schauspiellehrer. Seit er im Februar einen Schlaganfall hatte, lebte er in einem Pflegeheim. Nun ist er im Krankenhaus an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Für Videospielfans wird er für seine ikonische Zeile in Star Fox 64 in Erinnerung. Im Moment ist Valorant in aller Munde. Die einzige Möglichkeit, an das Spiel zu kommen, sind Twitch-Drops. Also streamt jeder große Streamer, der kann derzeit das Spiel für tausende Zuschauer, die auf eine Einladung hoffen. Allerdings steht der neue Shooter von Riot auch in der Kritik, und zwar für seine Anti-Cheat-Software Vanguard. Das Problem ist, dass Vanguard in den tiefsten Tiefen des Rechners sitzt. Es wird im Kernel installiert, quasi im Herz des PCs, und wird mit Start des Systems ausgeführt. Das soll verhindern, dass Anti-Cheat-Software vor Start des Treibers gestartet werden kann. Riot beteuert, das System wäre sicher und die Software kommuniziere nicht mit den Riot-Servern. Außerdem lässt sich Vanguard spurlos wieder deinstallieren. Mehr Details zum Thema findet ihr im Artikel auf GameStar.de. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und hier oben in der Infobox. Und damit darf ich mich für heute schon wieder verabschieden.